An der linken Seite die alte Trasse. Rechts liegen die Schienen schon lose mit den Spälen. Hier waren die Schächte von der Berieselung. Alles musste rausgenommen werden, damit wir nicht Gefahr laufen, eine Kündigung vom Bauern zu kriegen. Hier liegt noch Schotter, muss weg, mit Mutterboden, 25 cm aufgefüllt werden. Alles Forderung, weil das wieder Acker wird. Diese Schienen habe ich heute Morgen mit dem Radlader darauf gesetzt, damit wir am kommenden Samstag die befestigen können mit ein paar mehr Leuten. Hier kann man die alte Trasse noch erahnen. Das Wetter ist grausam, die letzten Tage nur Regen, Herbstwetter. Bis zum 15. Dezember soll die Strecke fertig sein. So, hier kommt jetzt die Kurve, die erste. Da haben wir extra Schwellen für angefertigt. Die kleinen bisschen mehr als 60 cm haben. Hier liegen noch ein paar alte Schwellen und Schienen. Hier die neue Trasse. Da vorne sind wir schon wieder am Weg.